Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Nach langer Zeit geht es endlich mal wieder weiter. Ich hoffe, ihr guckt noch zu. Zumindest die damals Ghost Trick mit mir zusammen angefangen haben. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber jetzt kommen wieder Videos. Jetzt kommt wieder Ghost Trick und jetzt werden wir dem Mysterium auf die Spur kommen. Nein, das ist falsch. Wir werden dem Mysterium auf die Spur kommen. Ach, egal. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, was Seltsames heute nach dieser Stadt vor sich geht. Zwar nicht alles in dieser Folge, aber es werden noch einige Folgen kommen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja mit ansehen müssen, wie Lynn das zweite Mal erschossen wurde. Dieses Mal vom einen Schritt voraus Tango. Und wir sind dann hier raus auf dem Schrottplatz und sind gerade hier hochgeklettert. An dem Fahnenmast wieder nach oben und sind gerade in diesem Scheinwerfer drin, wie ihr sehen könnt. Und warten jetzt noch darauf, dass Cabanela vorbeikommt, damit wir in sein Fahrrad hinein können. Und auf die andere Seite fahren. Den Kern haben wir ja beim letzten Mal verpasst. Und ja, dann hat sich der Emulator leider aufgehängt und ich konnte nicht weiterspielen. Aber deswegen spielen wir ja jetzt weiter. Das ist ja kein Problem. So, ich gehe erstmal wieder in die normale Welt. Ihr seht, da kommt gerade Cabanela hoch. Aber bevor er sein Fahrrad erreicht, mache ich nochmal eben den Scheinwerfer aus. Denn das wird uns gleich noch helfen, weil ich habe dieses Kapitel gestern schon mal gespielt und dann hatte ich aber wieder Hustenkrämpfe, weil ich bin leider immer noch ein kleines bisschen krank. Und das wollte ich dann nicht hochladen, weil das war nicht so schön. Ja, ich bin halt immer noch ein bisschen krank, aber ich habe mir jetzt einen schönen Tee hier gemacht, einen schönen grünen und das sollte dafür sorgen, Ziel in Sicht, Zeit an die Arbeit zu gehen. Das sollte dafür sorgen, dass ich nicht husten muss. Also wenn ich dann das Bedürfnis habe zu husten, werde ich schnell einen Schluck Tee trinken. Und wenn es gar nicht geht, dann wenn es mir einmal rausrutscht, dann werde ich es rausschneiden. So, jetzt spielen wir erstmal weiter und versuchen hier den Tango aufzuhalten. Spätestens nächsten Monat bin ich Oberkiller. Ganz sicher. Da ist der schreckliche Auftragsmörder. Ich glaube, sein Name ist Tango, aber das ist wohl jetzt nicht so wichtig. Wir müssen ihn aufhalten, schnell. Informationen wurden hinzugefügt. Juhu, die werde ich mir trotzdem nicht anschauen. So, wir nutzen einmal den Trick, um hier mit der Heckklappe nach oben zu kommen und gehen in den Scheinwerfer, denn damit können wir ein bisschen verwirren und ein bisschen schocken, denn wenn du gerade dabei bist, jemanden zu erschießen und auf einmal Licht auf dich scheint, ist ja klar, dass du abtauchst, weil es könnte dich ja jemand sehen. So, wir könnten zumindest diesen Schuss verhindern. Geschafft! Jetzt bin ich in Sicherheit, oder? Nun, wir haben dein Schicksal verändert, aber nicht vollständig. Noch sind wir nicht fertig. Das ist ein Profi und er will offensichtlich unbedingt Oberkiller werden. Nur das ein oder andere verhinderte Schüsschen wird ihn sicher nicht aufhalten. Wenn du ihn ein wenig aufmischen willst, werde ich kein Wort darüber in meinem Bericht verlieren. Wie enthusiastisch sie der ist, das ist großartig. Wir müssen uns schnell noch etwas einfallen lassen, bevor er schießt. Ja, und zwar... Ihr seht hier diesen Kran und ihr seht hier diese Kiste. Und darunter ist... Hey, wieso ist der Scheinwerfer wieder an? Den habe ich doch gerade ausgeschaltet. Naja, darunter ist jedenfalls ein Scheinwerfer. Und er hat drei Orte, wo er auftaucht. Eben bei diesen drei Scheinwerfern. Ihr seht jetzt, er taucht jetzt hier auf. Und er geht halt nirgendwo hin, wo irgendwo Licht ist. Wenn man Oberkiller werden will, muss man auf jedes noch so kleine Licht achten. Dieses Jahr werde ich Oberkiller. Und nächstes Jahr, wenn man Direktor werden will, muss man auf jeden noch so kleinen Skandal achten. Also taucht er anscheinend nicht an Orten auf, die hell erleuchtet sind, was ich gerade schon gesagt habe, Sissel. Und nächstes Jahr werde ich skandalöse, gar widerliche Gerüchte über ihn streuen. Also ich finde Lynn, dafür, dass sie tot ist, ist sie wirklich sehr, sehr enthusiastisch. Das ist unglaublich. So, wir haben jetzt natürlich hier an sich keine Möglichkeit rüberzukommen, deswegen gehen wir in den Schlagstock rein. Und der Polizist trägt uns dann rüber, so nett wie er ist. Er weiß zwar nichts davon, dass wir blinde Passagiere bei ihm sind, aber das ist mir jetzt egal. So, Moment, ich untersuche erstmal den Hebel hier. Passiert nichts. Komisch. Ich dachte, dieser Hebel dient zum Schwenken des Krans. Diesen schrecklichen Auftragsmörder würde ich gerne mal schwenken. Dieser Kran. Ich frage mich, ob man ihn auch noch anders benutzen kann. Oder muss ich, Moment, muss ich das runterlassen oder muss ich wirklich den Greifhaken benutzen? Der Greifhaken ist ein bisschen weit weg. Oh, oh, Moment. Ich muss mal eben den Killer wieder abwehren, indem ich einmal die Sirene laufen lasse.
Dadurch wird er ein kleines bisschen verschreckt. Ich darf mir hier nicht zu viel Zeit lassen, weil sonst schießt er einfach. Hey, hast du das Blinklicht angeschaltet? Das war ich nicht. Es ist von selbst angegangen. Ich habe mich ganz schön erschreckt. Lass es einfach, okay? Wir wollen keinen Strom verschwenden. Sind wir schon so arm dran? Wie traurig. In letzter Zeit legen sie uns ganz schön an die Daumenschrauben, was den Stromverbrauch angeht. Wir dürfen nicht einmal alle Suchscheinwerfer auf einmal benutzen. Oh je. Zumindest das sollten wir dürfen. Zumindest in dunklen Nächten wie heute. Ja, die ist echt arm an die Polizei. Oh nein, bleib hier. Ich will nämlich hier rüber. Nein, ich komme nicht mehr dran. Ich wollte doch den Scheinwerfer wieder ausschalten, den da. Weil das ist garantiert. Der muss garantiert da drunter sein und dann funktioniert der Hebel. Soweit habe ich nicht gespielt beim letzten Mal. Beim letzten Versuch. So, da ist er wieder. Ich schalte nochmal die Sirene an, um ihn zu verschrecken. Und dann kann ich jetzt sofort runter in den Schlagstock dieses Polizisten. Na los, beweg dich. In der Zeit trinke ich mal eben ein Schlückchen Tee. So. Und das ist zu weit. Ich hab's verpasst. Naja, macht nichts. Ich kann ja jetzt hier noch nicht rein. Ich habe schon gehört, der Killer ist wieder da. Ich habe sein Gewehrklicken gehört. Ja, ja. Erschreck dich ruhig darüber, dass das Licht ausgeht. Ihr müsst doch sowieso so viel Strom bezahlen. Also ihr dürft sowieso nicht so viel Strom benutzen. So. Jetzt machen wir noch das kleine Lämpchen hier an. Und dann hat er keine andere Wahl, als ganz links zu erscheinen. Die Zeit vergeht. Das ist nicht gut. Weil hier ist noch Licht. Hier ist auch noch Licht. Das Problem ist, wenn ich alle drei Scheinwerfer anmache, geht ein anderer Scheinwerfer aus. Und Lynn sagt uns dann, dass die Polizei so viel Strom sparen muss. Sie dürfen nicht alle gleichzeitig anmachen. Und das ist halt irgendwie elektronisch geregelt oder so. Hier bin ich ganz schön weit von meinem Ziel entfernt. Aber ich kann nicht unter einem Scheinwerfer arbeiten. Egal, mit meinen Fähigkeiten wird dieser Schuss zum Kinderspiel. Der Oberkiller mag es anscheinend dunkel. Ich täte ihm wohl gern den Gefallen, ihn in eine schöne dunkle Zelle zu sperren. Komm schon, Cecil, schnapp ihn dir! Warte mal, seit wann bin ich denn ihr Gehilfe? Sehr gut, tja. Tut mir leid, du hast deine Seele verkauft, in dem Moment, in dem du diese wiederbelebt hast. So, passiert nichts. Komisch. Ich dachte, dieser Hebel dient zum Schwenken des Krans. Okay. Können wir den Kran auch anders nutzen? Das ist eine gute Frage. Ich sehe hier leider nichts, wie wir nach oben kommen können. Vielleicht vom Fahrrad aus. Hier rechts ist ja ein Fahrrad, das hier oben hängt. Vielleicht kommen wir so an den Kran dran. Das müssen wir uns... Oh, ja, Zeit bis zum Tod. Ich denke mal... Lynn wird jetzt sterben. Wir haben nämlich nur noch diese 3 Sekunden. Dann seht ihr aber auch mal, wie das aussieht. Wenn jemand stirbt, wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen. Weil bisher war das ja noch kein Problem, dass wir das schaffen. Aber da komme ich jetzt nicht richtig hin. Und das Problem ist, ich kann jetzt zwar den Scheinwerfer anmachen, aber der Countdown bleibt. Das heißt, diese Zeit bis zum Tod 1, er geht jetzt weg und geht jetzt dahin. Und dann ist es ab da auch nur noch eine Sekunde und er wird dann sofort schießen. Oh, schau nur, eines der Lichter ist aus. Hier gibt es insgesamt 3 Lichter. Offenbar kann man nicht alle 3 zur gleichen Zeit einschalten. Unsere Wache ist über alle Maßen gleitsig, was Strom angeht. Neulich musste ich, nur damit ein anderer Polizist sehen konnte, was er tut, an Ort und Stelle auf dem Fahrrad strampeln, damit das Licht anging. Das ist wirklich traurig. Diese Sparmaßnahmen gehen wirklich zu weit. Ja, da hat er recht. Also stellt euch mal vor, unsere Polizei müsste so sehr sparen. Also die muss ja schon sparen. Die hat ja nicht unendlich Budget zur Verfügung. Aber wenn man nicht mal Strom benutzen darf, wie soll die Polizei dann ihren Job erledigen? Dann ist ja kein Wunder, dass hier Leute erschossen werden. So, und da komme ich wieder zurück. Moment, hier drüben ist noch... vielleicht kann ich auch in die Schranke rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wo ist denn jetzt? Da ist er, ja. Und jetzt wird er schießen. Und damit haben wir versagt. Was aber kein Problem ist, weil wir können die Zeit so oft zurückdrehen, wie wir möchten. Selbst wenn wir seinen Schuss blockieren, gewinnen wir dadurch höchstens etwas Zeit. Wir können ihn, glaube ich, nicht ganz davon abbringen zu schießen. Der einzige Weg, das Böse zu stoppen, ist seine vollständige Vernichtung. Sehr schön. Die Kommissarin ist ganz schön entschlossen. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann.
Auf jeden Fall. Wir drehen ihn dahin zurück, wo wir das Schicksal geändert haben. Das ist nämlich hier am sinnvollsten. Ich weiß gerade nicht, ob es auch irgendwann mal sinnvoll ist. Moment, Fahrrad. Okay, da kann ich nichts machen. Und wenn ich hier trete, dann bringt mir das auch nichts, weil der untere Reifen ist ja nicht oben an dem Kabel dran. Das heißt, da komme ich nach oben. Das heißt, es wird wahrscheinlich wirklich diese Schranke sein. Ja. Also werden wir da mal hingehen. So. Ja, ich weiß nicht genau, ob es manchmal sinnvoll sein kann, die Zeit wirklich ganz zurückzudrehen bis zum Anfang. Also bis wirklich die vollen 4 Minuten. Ja, bla bla, wenn man Oberkiller werden will, das haben wir schon gelesen. Ich kenne halt auch nicht mehr alle Rätsel jetzt aus dem Kopf. Das hier am Anfang, klar, das ist noch sehr einfach. Und, nein, nein. Natürlich. Ich habe es voll verpasst. Ich wollte eigentlich wieder in die Sirene rein von dem Polizeiauto. Einmal, damit ich Tango verschrecken kann und zum anderen, damit ich den anderen Polizisten anlocke. Weil ich habe nicht so viel Zeit. Ihr seht das ja auf dem oberen Bildschirm. Die Zeit verstreicht. Und selbst wenn wir sowas machen, verstreicht sie weiter. Das ist halt ein großes Problem hier. Drum, Zeit ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Das merke ich in letzter Zeit auch, also in meinem echten Leben, dass ich will eigentlich so viele Sachen machen. Ich komme aber nicht dazu, weil ich nicht genug Zeit habe. Das ist nicht ganz so schön. Das Let's Play hat ja auch drunter geleidet. Oder drunter gelitten. Drunter gelitten ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Ich bin kein Deutschexperte, leider. So. Nee, warte mal. Nee, ich glaube, ich muss erst das Licht ausschalten und dann rüber in die Schranke. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller, weil dann kann ich von da aus auch was machen. So, schnell wieder in den Schlagstock rein. Und das Licht einmal anmachen. Dann kriege ich ihn darüber. So, ja, halt. Ich will noch in den Schlagstock, bevor der Polizist wieder abhaut. So. Tango wird dann ja wieder da oben auf dem Schrotthaufen erscheinen und wir gehen erstmal hier. Wir können die Schranke heben, den Schirm öffnen und mit der Gitarre können wir nichts machen. Ah, die ist auch ein bisschen zerschossen worden. Richtig, das war ja die Gitarre ganz am Anfang, die wir benutzt haben, um den anderen Killer, den ersten Killer, abzulenken, damit der Lynn nicht erschießt und hat dann auf die Gitarre geschossen. Jetzt ist die schöne Gitarre kaputt. Wobei, die war wahrscheinlich schon vorher kaputt, einfach weil sie auf dem Schrottplatz rumliegt. Aber das ist egal. Flop. Ah, seht ihr das? Seht ihr das? Wir kommen zum Kran hoch. Okay. Ah, wir können den Haken senken. Okay. Das heißt, wir warten jetzt einmal, bis der Tango auftaucht. Und er tut uns natürlich den Gefallen. Und das wird der letzte Fehler sein, den er getan hat. Hier bin ich ganz schön weit von meinem Ziel entfernt. Blabla, das habe ich gerade eben auch schon gelesen. Ich möchte das bitte überspringen. Ja, Lynn, blabla. Du musst dich nicht in eine dunkle Zelle sperren. Wir werden ihn unter eine dunkle Kiste sperren. Da wird er wahrscheinlich nie wieder rauskommen. So. Und tschüss. Tja. Ziemlich brutal, dieses Spiel irgendwie, ne? Hast du auch einen Schrei gehört? Das heißt, wir retten ein Leben und indem wir ein anderes Leben nehmen. Also so gut ist das eigentlich nicht. Aber es ist halt die einzige Chance, wie wir herausfinden können, was passiert ist und überhaupt. Somit können wir nur die Story weitertreiben. Ich sag doch, ich war's nicht. Das hat auch keiner behauptet. Tja, da. Wir haben einen schönen, dunklen Ort für unseren Mörder gefunden. Hey, das habe ich auch gerade schon gesagt. Ich glaube, wir haben deinen Tod verhindert. Mal wieder. Schicksal abgewendet. Yes! Warum nicht, frage ich mich. Hä? Warum habe ich nicht auch solche Kräfte wie du? Wenn ich das könnte, was du kannst, könnte ich meinen Fall im Handumdrehen lösen. Warum also nur wenige besondere? Das ist unfair. Das hat der kleine Hund auch gesagt. Oh ja, Missile. Ha, ist so cool. Nun, offen gestanden bin ich neidisch auf dich. Echt? Warum das? Weil dein Leben gerettet werden kann. Auch wenn du heute noch einmal stirbst, ich kann dich mit meinen Geistertricks retten. Aber mich kann niemand retten. Oh, diese Kräfte der Toten. Warum haben sie mich erwählt? Werde ich die Antworten darauf heute Nacht finden? Sizzle, es tut mir so leid. Nun, jetzt kannst du tun, was du willst.
Das heißt wohl Abschied nehmen, Frau Kommissarin. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn du mich wiedersehen willst, musst du einfach sterben. Sehr schöner Ratschlag hier. Okay, verstanden. Und sie nimmt es natürlich auch noch an. Sie nimmt das ernst. Guckt euch mal an, wie sie da grinst. Ja, ich mache nur Spaß. Ich sollte lieber in die Gegenwart zurückreisen. So, wunderbar. Wir haben den Todeszeit mal verhindert. Das heißt, wir können endlich weiter. Lynn ist dem Tod zum zweiten Mal entkommen. Aber noch ist sie nicht über den Berg. Und die Musik ist cool. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich sollte lieber nachschauen, wie es hier geht. Oh ja, aber jetzt wird sie von Inspektor Caranela verhört. Und Moment, wir kommen wieder zurück. Ich würde sagen, am sinnvollsten ist es jetzt gerade den Schirm zu öffnen, oder? Jawohl. Schweb, schweb, schweb. Dann nicht so weit runter. Naja. Kühlschrank, bringt es uns etwas, den zu öffnen? Ich glaube zwar, nein, ich glaube nicht, aber ich hatte auch recht damit. Aber es ist gut, dass ich den Schirm vorher nicht geöffnet habe. Dann wären wir ja wieder hier unten gelandet und dann hätten wir es überhaupt nicht mehr schaffen können. Ah, sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung, ob uns das irgendwas... Nee, es bringt uns gar nichts. Ach, warte mal, wir müssen zum Telefon zurück, ne? Jetzt sind wir ja wieder in der Gegenwart. Und in der Gegenwart können wir frei mit dem Telefon herumreisen. In der Vergangenheit, also in den 4 Minuten, können wir ja nur durch das Telefon reisen, wenn es gerade jemand benutzt. So, nun. Ich sollte dir wohl noch gratulieren. Du hast einen weiteren Tod verhindert. Aber ich bin bei meinem eigenen Rätsel noch keinen Schritt weitergekommen. Vergiss nicht, diese Frau ist der Schlüssel. Du meinst Lynn? Sie wird wahrscheinlich immer noch im Büro des Vorstehers festgehalten. Wenn sie sich nicht frei bewegen kann, kann sie ihren Fall nicht lösen. Ich sollte zum Büro des Vorstehers gehen und nach ihr sehen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. So. Wir wollen... Ach nee, ich muss einen Trick anwenden. Ha. Schrottplatz, Luxussalon, Lynns Wohnung. Nein, nein, nein. Büro des Vorstehers, da wollen wir doch hin. Auf geht's. Durch die Leitungen hindurch. Das ist das rote Netzwerk der Stadt. Einmal quer durch. Und so kehre ich in das Büro zurück, in dem Lynn festgehalten wird. Ob sie sich nun ihre Geschichte ändert, da ihr Schicksal verändert ist? Vielleicht führt uns das alles in eine ganz neue Richtung. Jetzt, da Lynn wieder lebt, frage ich mich, was sie wohl macht. Sie sagte, sie arbeitet heute an einem wichtigen Fall. Hat er vielleicht etwas mit mir zu tun? Ja, das sind alles Fragen. Also, je weiter wir kommen, desto mehr Fragen öffnen sich eigentlich noch. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool an diesem Spiel. Man versucht, Antworten zu bekommen. Und für jede Antwort, die man potenziell erhält, öffnen sich 5 weitere Fragen. Und man weiß überhaupt nicht, was passiert. Aber am Ende schließt sich alles wieder zusammen. Auf alles wird eine Antwort gegeben. Und das finde ich einfach sehr cool. Und die Story ist halt ein bisschen verworren, aber ich mag sie. Ja, ich habe das Kapitel jetzt durch und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es auch endlich mal wieder Ghost Trick gibt nach Monaten. Ich denke, es werden mehrere Monate gewesen sein. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen spielen, damit ich was auf Vorrat habe und dann hochladen kann, damit das nicht wieder so endet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.